Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt für euch. Ich habe mir gedacht, ich habe mal heute Lust, Karten zu machen und ich wollte einfach mal schnelle, edle Karten machen. Und dafür habe ich mir einmal die Grundkarten rausgesucht, die ich im Geburtstagspaket drin hatte. Und dann hatte ich doch die Stifte ausprobiert und das will ich jetzt so als Hintergrund nehmen. Das muss ich jetzt nur noch ein bisschen abschneiden, weil das zu breit ist. Ja, so passt es darauf. Genau, jetzt mal gucken. Ja, ich glaube, ich mache das so rum da drauf. So. Ja, und so könnt ihr einfach auch selber irgendwas zusammendüdeln und könnt das dann so benutzen. So, das bin ich jetzt am Überlegen. Da kommt jetzt noch, habe ich das hier? Da habe ich ja jetzt hier diese Bänder. Die habe ich jetzt in so eine Kiste gepackt. So, und dann nehme ich jetzt mal. Ich glaube, ich nehme so ein rotes Band. Ach, so kann ich auch so machen. Dann nehme ich mir jetzt ein bisschen hiervon. Also das sind jetzt so Karten, die relativ schnell zu machen sind. Mal eben schnell eine Karte braucht. Macht einfach so ein Muster drauf auf eurem Papier und das passt dann schon. So. Habe ich dann noch so ein Band drum gemacht. Jetzt bin ich am Überlegen, ja, ich mache die mit Abstandspads drauf. Und das macht einfach Spaß, so Karten einfach die Fantasie spielen lassen. Das hat dann auch den Effekt, wenn ihr gerade irgendwie Sorgen habt, was ja meistens immer ist, ja irgendwas. Man kann dann mal ein bisschen abschalten, weil man sich dann da drauf konzentriert und dann ist man mal für kurze Zeit in einer anderen Welt. So, dann habe ich das schon mal da drauf und jetzt hatte ich doch diese Siegel, nicht Siegelringe, sondern diese Siegel gemacht und ich finde, das passt da jetzt so richtig gut drauf. Jetzt mal gucken, welchen Kleber ich nehme. Mal sehen, ob das hält. Eigentlich ist ja dieser Action-Alles-Kleber, der klebt eigentlich auch alles. Festdrücken hier. Ja, das klebt er jetzt nicht.
dann nehme ich dafür, guck mal, wo habe ich die jetzt? Hier unten. Ich habe noch so eine Klebepunkte. Das sind wie bisschen so wie wie das, was wir jetzt nicht aussprechen. Nee, das will ich jetzt nicht aussprechen. Aber Schatz hat gleich gewusst, wo er, was ich meinte. So, jetzt habe ich das doppelt mit Klebe und einmal mit denn diesen Klebepunkten. So, und dann hatte ich hier noch so einen Spruch. Du bist der Hammer. Das kommt dann auch noch hier so rauf. Das mache ich auch mit Abstandspads. Und es ist natürlich ein absolutes Unikat. Das könnte selbst ich nicht noch mal genauso machen. Und das ist natürlich auch immer der Vorteil, wenn ihr so Karten macht, dass das ja auch alles dann immer Unikate sind. Was natürlich auch eine tolle Sache ist. So, dann machen wir das hier noch mal drauf. So, finde ich schon mega cool. Jetzt mal gucken, was haben wir jetzt noch an Steinchen. Dann haben wir diese hier. So niedlich. Barney sitzt immer bei Joe, also in unserem anderen Büro. Macht übrigens, Joe macht da gerade einen ganz coolen Weihnachtskalender. Den werde ich füllen und dann kommt er in die Facebook-Gruppe rein, wenn jemand den dann gerne haben möchte. So. Und Barney sitzt da immer bei, der ruft ihn schon, ne? Der findet das so toll, beim Basteln dabei zu sein. Jetzt pennt er da gerade, aber Hauptsache dabei. So, dann kommen da nochmal. Hier drei Glitzersteine rauf und das war's auch schon und schon fertig ist die Karte. Und schaut mal, ich finde sie doch richtig cool. Also man kann auch wirklich also seine Fantasie so ein bisschen spielen lassen. Und das hatte ich ja nun ausprobiert. Da habe ich ausprobiert, ob das mit dem Schwamm geht. Da habe ich dann die Stifte ausprobiert in meinem Geburtstagsvideo. Und ja, und dann habe ich das jetzt als Hintergrund genommen. Und ich finde das richtig schick. So, jetzt bereite ich die nächste Karte vor. So, jetzt mache ich gleich die nächste Karte. Also die sind wirklich schön hier. Die habe ich ja zum Geburtstag gekriegt, diese Karten. Und die sind wirklich schön von Karin Jettenmeier. Eine schöne Größe. So, jetzt nehme ich... Mal gucken, was ich jetzt nehme. Ich habe hier auch noch so schöne Metallic Markerfarben. Ja, mal gucken. Auch jetzt wieder irgendwas, wo ich das ausprobieren kann. Ah, da kommt zu viel raus. So, und das dauert vielleicht auch ein bisschen, bis es trocknet. Mal gucken. Ich finde es eigentlich ganz schön. Mal gucken. Morgen, dass es nicht so ewig dauert, bis das trocknet. So. Da könnt ihr also jeden Glitzerpen nehmen, den ihr habt.
So, wollen wir hoffen, dass das schnell trocknet. So, genau, das reicht mir schon. Der ist von Spectrum Neur, also auch wirklich richtig schön. Aber da könnt ihr auch, wie gesagt, also jeden Pen nehmen, den ihr da habt. Und dann einfach so ein paar Punkte drauf. Jetzt habe ich hier das Set von Alina Craft. Ne, da kann man jetzt diese tolle Blume machen. Ich will aber nur die Blumen ausstanzen. So. Anschließend wieder rauf. So, die mache ich mal weg. Und das finde ich toll, dass ich gleich so viele Blumen auf einmal ausstanzen kann. Und dann nehmen wir natürlich wieder unsere Gemini 2. Also wenn ihr euch eine Stanzmaschine anschaffen wollt, also ihr bastelt schon ein bisschen länger und bastelt auch viel und wollt euch eine richtig schöne Stanzmaschine anschaffen, kann ich euch diese Maschine, die Gemini 2, absolut empfehlen. Ich habe sie jetzt bei QVC gekauft und ich habe jetzt diese Platte ja schon relativ lange auch im Gebrauch und ihr seht, die ist noch richtig schön. Ich drehe sie ja immer. Ne? Also ich habe es auch im Video schon gezeigt. Ich habe, jetzt muss ich mal gucken, was ist jetzt hier als nächstes eigentlich dran? Vier. So, ich habe sie nummeriert. Also alle Platten habe ich nummeriert. Die 1 einmal umdrehen und einmal so drehen. Die 2 einmal wieder umdrehen. Die 3 einmal wieder umdrehen. Die 4. Und nach jedem Stanzen wechsle ich die Platte. Also drehe ich sie wieder um. Und dadurch zieht sie sich immer wieder hin. Und ihr seht, also das ist nicht wenig, was ich da mit dieser Maschine schon gestanzt habe. Also die ist einfach ein Traum. Und die schafft auch schwierige Papiere. Dieses zum Beispiel, da habe ich vorhin dieses ausgeschnitten, dieses hier, habe ich mit der kleinen Maschine, die ich von One is Saving Cup habe ich das versucht, das ging gar nicht, das war dann dieses Ergebnis hier. Und dann habe ich das mit meiner Medi ausgestanzt. Die ist auch toll, die hat ja diese Platten hier. Die verbrauchen sich nach einer Zeit und da muss man dann neue haben. Also immer, wenn ihr solche Maschine habt, immer schön unter was Schweres legen, damit die sich ein bisschen wieder hinziehen. Und das hat die auch geschafft. Also die schafft wirklich, die Gemini-Maschinen schaffen wirklich alle Stanzen. Übrigens, meine Gemini Go geht, die werde ich nachher noch einstellen, die geht in die Facebook-Gruppe rein. Hier findet ihr die Facebook-Gruppe mit Ersatzplatten, noch mit einer Tasche für die Platten, weil die ist jetzt bei mir über, weil ich nämlich auch die kleinen Platten auch durch die 2 schieben kann und deswegen darf sie ausziehen. Also falls einer Interesse hat an der Gemini Go, kann er mich anschreiben. So. Jetzt will ich, ja, ich möchte das auch jetzt hier in Weiß haben, aber nee, ich nehme jetzt ein anderes Papier. Ich nehme jetzt so ein Papier. Also ich bleibe jetzt sehr in den Tönen. So, 4, 4 und 4 und 4. Ups. Ja, das soll natürlich nicht passieren. Eigentlich muss man die festmachen, denn am besten die Schablone, damit sie nicht verrutscht. So, muss mir das hier nochmal. So. So. Und einmal durch.
Und ihr hört auch, sie ist noch relativ leise. Also, ich liebe diese Maschine. So, und jetzt habe ich 4 und jetzt das nächste Mal stanze ich dann wieder mit 1 und lege mir sie gleich so hin, damit ich weiß, nächstes Mal muss ich mit 1 stanzen. So. Und ihr seht, ne, sie zieht sich immer wieder hin. Die ist so gut wie nicht verbogen, obwohl ich da schon so viel mit gestanzt habe. So, jetzt habe ich hier diese ganzen Blüten. Die haben hier ein Loch. So. Ja, das macht nichts, dann haben sie jetzt ein Loch. So, und jetzt habe ich gleich mit jeder, und das ist zum Beispiel, kann man auch jetzt wunderbar nehmen, um jetzt zum Beispiel zu tupfen, um den Hintergrund zu tupfen. Können wir auch gleich machen, wenn die nächste Karte damit mal machen. So, und jetzt wollte ich hier drinne auch überall so ein klein bisschen. Ja, ich müsste jetzt eigentlich alles so eine kleinen Steine da drauf machen. Das würde ich auch machen, weil die jetzt Löcher haben. Das finde ich gerade ein bisschen doof. Mal gucken. Also für das, was ich jetzt gerade vorhatte. So, ich nehme jetzt doch die goldenen hier. So. Meine Pinzette. So, mal gucken. Ja, das passt. Aber ich will sie erstmal kurz ein bisschen prägen. Dafür nehme ich so ein Kugeltool. Mal sehen, habe ich noch eine kleinere. Ja, hier. Auch von Crafters, die sind auch total toll. So. Und mache sie jetzt erstmal so ein bisschen, dass sie ein bisschen Struktur haben. So, ich glaube auch, die Punkte sind auch gleich, denke ich mal. Trocken. Und so, das geht ja relativ schnell. Da haben wir schon mal einen ganzen Batzen Blümchen. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich wollte da eigentlich auch so ein Band rum haben. Ich muss mal was suchen. Bis gleich. So, ich habe mir mal so ein Washi-Tape jetzt hier geholt. Und dann nehme ich hier dieses glitzernde. Ich brauche jetzt nämlich so ein ganz dünnes. So. Und jetzt mache ich das da so drauf. Wenn ich denn den Anfang finde. Na nun. Da. So. Genau. Ja, doch, die sind trocken.
schneide ich das hier ab. So. Und auf der anderen Seite auch. Ich werde heute auch noch das Verlosungsvideo machen. Für 3000 Abonnenten. So. So ist hier richtig. So, dann habe ich sowas hier ausgestanzt. Und das kommt jetzt. Also jetzt mit irgendwie in Gold wäre das natürlich besser gewesen. Aber so, jetzt mal gucken. Wo war denn das? So. Was alle? Ja, muss ich das mal. So, das soll auch so, dass das ruhig ein bisschen offen ist. Und das sieht nämlich auch schon richtig edel aus. Und jetzt kommen die Blümchen drauf. So, nehme ich das nochmal hier wieder ab. Klebt es darauf. So, und da mache ich das jetzt so. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich die alle mit dem Pad drauf mache. Ja, ich glaube, ich mache sie alle mit so einem Pad drauf. Ich habe ja auch hier 1 mm Pad. Das ist, glaube ich, nur 1 mm, ne? Ja, das ist 1 mm. Ach, da habe ich ja. Ne, das ist 2, ne? Oder das ist auch 1. Ne, ist auch 1 mm. So. So, und die mache ich jetzt einfach hier alle so drauf. Also wie gesagt, manchmal, man braucht gar nicht immer so viel, um eigentlich eine elegante Karte zu machen. So. Gucke ich mal, wie viel ich denn da drauf mache. So, das, da müsste auch so ein kleiner Stein passen. Ja. Und durch das Prägen mit diesem. Ach, Schatzel macht Mittag. Und ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn wir Speck braten, dann geht bei uns der Feuermelder an. Deswegen hat er schon immer den Besen parat. Oh, das macht so viel Spaß hier. So, und ich finde es eigentlich ganz schön mit diesen Steinchen da so rein. So eine kleine hier. Also ich arbeite ja auch super gerne mit Pinzette. Die Pinzette ist 40 Jahre alt. Da war mal mein Name drauf. Das kriege ich aber nicht mehr ab. Die habe ich damals in der Kosmetikschule. Uiuiui. Wie ich Kosmetikschule gemacht habe, da habe ich sie damals mir kaufen müssen. Und ja, das ist mein allerliebstes Tool. Ja, jetzt wird es ja abends schon immer früh dunkel, ne? Und ja, aber es hat auch was für sich, weil es ist dann schön gemütlich, wenn man abends gemütlich, so gestern waren wir noch unterwegs und dann zu Hause, schön gemütlich unter den 9 tollen Wolldecken, die ich mir ja für die Gutscheine geholt habe bei Action.
Das ist so eine grau-weiße, richtig schön kuschelig. Da so drunter und dann schön Tee, einen schönen Kakao. Oh, das ist herrlich. Ja, und so mache ich Stück für Stück die Blümchen hier drauf. Wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr ja vorspulen. Aber ich freue mich ja total, dass ihr mir das ermöglicht habt mit 3000 Abonnenten. Also mega. Und das ist jetzt das Schöne, dass ich mit dieser Schablone gleich mehrere ausstanzen konnte und nicht fünfmal meine Stanzmaschine benutzen muss. Und die Stanzen von Alina Craft, die sind einfach toll. Heute kommt auch noch mal wieder ein Paket von Temo. Da habe ich dann auch noch welche bestellt. Ich muss mal gucken, also es ist ja diese Stanze. Ich gucke mal, ob das die noch gibt. Wenn ja, dann verlinke ich sie euch in der Infobox. Ne, da kann man also ganz, ganz toll, kann man jetzt noch Blätter machen und Stiele und dann kann man so eine richtig schöne Blume machen. Also ich finde die Stanzenpreis-Leistungsverhältnis auch richtig, richtig toll. So, jetzt sind wir aber hier auch gleich genug Blumen. Das sieht man ja nächstes Mal von dem Gitter hier. Da soll ja auch noch ein bisschen was zu sehen sein. So, mache ich hier noch zwei kleine rauf und dann reicht mir das auch. Hier noch eine. Und das ist dann die letzte. Also diese Gitterstanze kann ich euch gar nicht sagen, wo ich die her habe. Die habe ich schon ewig. Ihr habt so viel Standschablonen hier in allen möglichen Variationen. Viele habe ich auch geschenkt bekommen. Viele sind schon so alt, solange ich bastel. Ich habe auch noch von meiner ersten Stanzmaschine, die Double Do, da habe ich auch noch Stanzen. Ist auch schon mindestens 30 Jahre alt. So, und dann habe ich hier noch das Schild. Heute ist dein Tag. Das kommt dann noch hin. Da will ich aber jetzt dickere haben. Die sind ein bisschen dicker. Und ihr seht, es braucht gar nicht so viel auf eine Karte sein, dass sie schick und elegant aussieht. So, und somit ist die zweite Karte fertig und so lasse ich sie auch und ich finde sie richtig hübsch. Bin schon gespannt, was ihr sagt und so habe ich schon mal zwei Karten fertig, bereite ich gleich für die nächste vor. So, da bin ich wieder und ich habe jetzt mir diese Stanzen rausgesucht. Die sind von Action. Das fragt mich nicht, wann das die mal gab. Die habe ich schon relativ lange. Und habe die Rahmen jetzt ein paar Mal ausgestanzt. Und so haben sie praktisch, sind sie so ein bisschen dicker. Und die sollen gleich auf die Karte rauf. Und ich will aber dann auch noch jetzt ein Motiv da rein haben. Und ich wollte euch noch mal zeigen, ich habe jetzt gestanzt. Guckt euch das mal an. Ich habe jetzt zuletzt eins gestanzt und die Platte ist gerade. Ne, das ist so genial, wenn man das immer beachtet, dass man das immer wieder dreht, weil sich das immer wieder hinzieht. Und so habt ihr ganz lange von der Platte gut. Jetzt gucke ich mir, ich habe mir hier so ein Papier von Karin Littenmeier rausgesucht. Und da gucke ich jetzt, wo ich welchen Kohlepri ich wie nehme jetzt hier. Mal, das ist der etwas größere. Hier ist der mittlere
Und hier ist so der ganz kleine. Genau, dann ist zwar immer nur ein Teil vom Kolibri zu sehen, aber gut, das mache ich jetzt so. So, das schneide ich mir jetzt grob aus. So, ich gucke noch mal. So. Ja, das schneide ich mir jetzt so aus. Da mache ich mir jetzt noch mal. Ach nee, da wollte ich ja den, hier wollte ich ja den ganz großen nehmen, ne? So, mal hier unten ist doch auch noch ganz großer. Der ist da auch nicht ganz drauf. Dann nehme ich das hier. So. Dann wollte ich hier den mittleren haben. Und hier oben, hier unten dann den ganz kleinen. So. So, das kann jetzt erstmal zur Seite. So, und jetzt passt das nämlich alles hier rauf. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das jetzt ein bisschen befestige. Ich hatte hier noch so ein anderes Band gehabt, was nämlich nicht so dolle klebte. Ja, das hier, das, was ich jetzt benutzt habe, dieses dunkelblaue, das klebt ja zu doll. Und dieses klebt nämlich nicht so doll. So. Das habe ich sowieso festgestellt. Also das Washi-Tape von Action, gerade diese Glitzer-Dinger, klebt immer nicht so gut. Wenn ich das auf der Karte benutze, dann mache ich immer noch mal ein bisschen Kleber drunter. So. So. Und noch das letzte hier. Ja, es macht einfach Spaß, solche Karten zu machen, die dann auch nicht so aufwendig sind, aber trotzdem, finde ich, edel aussehen. So, 2 mal 2. So. Und einmal durch die Maschine. Jetzt kommt wieder 3. 3. 3. Und hier auch wieder Nummer 3. So. Gut, da war ja sowieso alle. Ja, ich bewahre ja viele von meinen Stanzen so in solchen Hüllen auf. Das sind CD-Leerhüllen ohne Einlage. Das ist ganz wichtig, dass man darauf achtet. So, und jetzt habe ich ja hier noch den dritten oder den letzten Rahmen.
Und den, wenn ich jetzt am Überlegen, habe ich, ne, den klebe ich unten rauf. Dann habe ich das noch ein bisschen höher. Den verwende ich jetzt auch noch mal. Ich klebe die Klebestreifen hier immer an meinem, da brauche ich jetzt meinen Eimer, an meinem Regal fest. Kurz meinen Eimer hier wieder festmachen. Weil die kann man nämlich ein paar Mal benutzen. Die brauchen nämlich nicht viel kleben, dass das funktioniert. So. Wie gesagt, man könnte sie auch oben drauf setzen, aber ich möchte die jetzt doch drunter setzen. So. Dann kommen sie hier wieder zurück. Ich habe hier so ein Stück Magnetband reingemacht. Und so kommen sie wieder in meine Kästen hier. So habe ich denn jetzt die da. Die habe ich dann auch so ein bisschen sortiert, meine Kästen. So, jetzt haben wir hier die Karte. So, erstmal will ich mal ganz kurz gucken, wie das aussieht, wenn ich es oben drauf mache. So rum würde ich das haben. So, mache ich das mal diesen und dann den Rahmen dazu. Das oben. Ja, würde auch wirken, könnte man auch so machen. Aber ich will das diesmal in weiß lassen. Also beide Möglichkeiten sind möglich. So. Und jetzt klebe ich. So, eins, zwei. Wo ist der dritte Raum da? Jetzt klebe ich das da noch rauf. Dann habe ich das noch ein klein bisschen höher. Dann sind das insgesamt 5 Lagen. So. Das kann man auch machen, wenn ihr so Schüttelkarten machen wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Ich hätte jetzt als nächste Lage einmal oben drauf Folie machen können. Das wäre, jetzt habe ich das leider schon draufgeklebt. Dann hätte ich das jetzt noch gemacht. Und dann kann ich die Lage nochmal draufkleben. Und dann kann ich daraus Schüttelkarten machen. Das geht auch. Aber das sind ja alles immer nur Ideen. Ihr könnt das ja aufgreifen und dann noch anders machen. So. So, jetzt habe ich schon mal die Rahmen fertig. Habe ich das jetzt auf die falsche Seite geklebt? Ja, das kann sein, aber es fällt nicht so auf. So, das ist immer, wenn man redet, arbeitet und gleichzeitig versucht zu denken. Das ist total schwierig. Ja, habe ich mir jetzt gerade bestätigen lassen, dass mir eine Abonnentin das sagte. Mensch, wie schwer ist das doch, gleichzeitig zu reden und zu basteln. Ja, und dann auch noch zu denken. Da kommt noch eine Etage mehr drauf. Ja, es ist nicht mehr so einfach. So, erstmal einen schönen Schluck Kaffee, damit er nicht wieder kalt wird. So, und jetzt soll das hier so rauf. Und gucken, ob ich das da so reinkriege. Nee, ich glaube, ich klebe das erst rauf. Und dann den Rahmen da drauf. So, jetzt gucke ich schon mal, wie ich das da so rauf haben will. Also mir gefällt das mit dem Rahmen, also mit dem weißen Rahmen ganz gut. Ich ärgere mich hier gerade, dass ich das falsch rumgeklebt habe. Aber gut.
Ja, so ungefähr will ich das drauf haben. Aber ich brauche jetzt noch ein bisschen Hintergrund. Und dafür nehme ich mir jetzt mal zwei Stempelkissen. Und zwar gucke ich jetzt, dass ich so ein bisschen die Farben kriege, die hier so drinne sind. Also so ein schönes Aquamarin, irgendwie sowas. Mal gucken. Das ist so ein Aquamarin, aber ich hätte gerne noch eher. Und ich glaube, das kann ich ruhig nehmen. Und dann auch noch mal so ein bisschen Gelb. Und ruhig ein bisschen kräftiger sein. Ja, dann nehmen wir mal die beiden Farben hier. Und ich habe mir jetzt, ich hatte da ja die ganzen Dinger drinne. Und da hatte ich auch so ein Gitter drinne. Aber ich habe mir die jetzt bei Temu nachbestellt. Und die sind, also sind immer 10 Stück in der Tüte drinne. Und die sind ein bisschen dicker. Nun möchte ich natürlich, dass die jetzt nicht wieder 1000 Farben kriegen, damit ich weiß, welche Farbe ich da drin habe. Und da habe ich mit einem Kreisstanzer, habe ich mir so Kreise ausgestanzt. Und da schreibe ich jetzt nämlich rauf die Farben, die ich benutze. Also ich nehme mal Currygelb. Und Aquamarin. So, habe ich jetzt mit dem Bleistift drauf geschrieben. Und dann weiß ich, dass ich die da gleich wieder so reinmache. Und dann bleiben die auch mit der Farbe. Das mal so als kleiner Tipp. So, und jetzt nehme ich mir hier ein bisschen. Oh, das quietscht. Ich mache mal kurz den Ton aus, das quietscht. Bis gleich. So, das Gequietsche wollte ich euch jetzt nicht antun. Ich bin einfach mit den beiden Farben so ein bisschen rumgegangen. So, jetzt noch mal gucken, wie ich mir das anordne. So, da soll das hin. Da soll das hin. Und hier soll der letzte hin. So. So will ich mir das anordnen. Das heißt, so möchte ich jetzt das gleich da drauf kleben. So, das heißt, ich nehme den Rahmen runter und weiß so ungefähr, wo ich das haben will. Wieder Pi mal Daumen. So. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu weit dahin. Nö, das ist okay. So. Und den letzten Rahmen. Ja. Und bitte richtig rum. So. Und jetzt kommt der Rahmen rauf. Das mache ich aber jetzt mit Flüssigkleber, damit ich das noch ein bisschen hin und her machen kann. So. Hier ist ein Fussel. So. Also für eine Schüttelkarte würde ich wirklich 8 Lagen nehmen. Jetzt habe ich 5 Lagen. Also ich würde ruhig 8 Lagen nehmen für eine Schüttelkarte. So.
Und so. Genau. Da habe ich es nicht gerade geklebt, doch, ne? So. Das erstmal festkleben hier. So. Und das sieht richtig schick aus. Jetzt brauchen wir noch einen Spruch. Und da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das jetzt da reinstempel. Gucken, habe ich so einen schmalen Stempel? Ja, das müsste eigentlich auch so mit den Stempeln gehen. Mal gucken. Ich habe mir ja aus dem Bastelgeschäft hier solche Stempel geholt. Und beste Wünsche finde ich eigentlich ganz gut. Und das passt da so richtig schön hin. So, denn da muss er das jetzt bitte richtig abstempeln. Bitte, bitte richtig abstempeln. Ja, wunderbar. Das hat er richtig gut gemacht. Das mache ich mir hier gleich wieder sauber. Upsala. Und jetzt kommen dann auch Steinchen hin. Mal gucken, da können wir ruhig die nehmen hier. Das lasse ich jetzt so. Genau, das reicht mir schon so. Mehr muss da gar nicht mehr hin. Und somit ist die dritte Karte auch fertig. Und ihr seht, das ist wirklich ratzifatzi gemacht. Und das Einzige war eben halt, ich musste die Stanze mehrmals ausstanzen und habe dadurch dann so einen richtig schönen Rahmen gekriegt, den Hintergrund so ein bisschen gemacht und schon ist sie fertig. So, dann will ich mal die nächste Karte vorbereiten. So, ich habe mir jetzt alles rausgesucht. Die müssen wir mal ein bisschen nach oben schieben hier. Und nicht, dass sie nach hinten runterfallen. So, und zwar habe ich jetzt von Alina Craft, das sind drei Stanzen. Einmal Happy Birthday, Happy Mother Day und Happy Father Day. Und dann nehme ich jetzt mal Happy Birthday raus. So. Und das stand sich dann schon mal aus. Und zwar einmal in diesem Glanzpapier hier. So. So, machen wir mal. So. Dann mache ich das gleich noch aus diesem oder aus dem Heft. So. So, drei, da muss jetzt kommt jetzt wieder vier. Vier und vier. So, da habe ich das einmal in Glanz jetzt. Happy Birthday. Und das würde ich dann noch mal mit dem Schatten hinterlegen. Und zwar mal gucken. Ja, eigentlich wäre es cool gewesen, wenn das mit diesem hier wäre. Ja, ich hoffe, dass was ich vorhabe, funktioniert. So, hier muss jetzt auch wieder vier.
So. Ja, machen wir auch mal da oben. So, schnell durch. Ich will gleich mal Kaffee trinken, Schluck Kaffee trinken. Und die Gemini 2 ist eine A4-Maschine. Und ich bin nicht mit Crafters Companion in Kooperation. Ich finde sie nur mega klasse. Ist eine A4-Maschine und ich benutze die von der A5 die ganze Zeit. 4, jetzt muss wieder 1. Und selbst die von der Go, die gehen da auch durch, die kleinen. 1 muss ich ja wieder. So. Und hier auch wieder 1. Wenn ich 1 wieder gleich gestanzt habe, dann ist sie gleich wieder gerade. So. Ja, das ist eben halt das immer gut, wenn die schon so ein bisschen abgenüdelt sind. So. Jetzt habe ich das schon mit den beiden Farben gemacht. Und jetzt will ich das hier als Schatten haben. Ist die Frage, mache ich das so als Schatten oder andersrum als Schatten? Ja, immer diese Entscheidung. Ach. Ja. Nee, ich fand das jetzt eben so spontan so rum toll als Schatten. So, jetzt muss ich mal kurz gucken in meiner Schublade. Ja. Hier habe ich noch, ist da noch was drin? Gucken, ob der noch geht. Das muss ich da noch mal gleich nachfüllen. Ne, der geht auch nicht mehr. Da muss ich mal kurz nachfüllen. So, hat sie nachgefüllt. Und ich arbeite mit diesen von Karin Jittenmeier einfach so gerne, weil der so leichtgängig ist. Weil, wenn man gerade sowas hat hier, dass das so filigran ist, dann ist das wichtig, dass man auch einen Kleber hat, der ganz leichtgängig geht. Alles klar. So, und jetzt klebe ich das versetzt darauf. Dass ich so einen Schatten habe. Dadurch wirkt das einfach noch mal schicker. Ne, mit so einem Schatten hier. So, jetzt habe ich hier ja noch so ein dickes Papier. Und das schneide ich jetzt mal ein Stück ab. So. Also. Ups. Doch, kann ich noch sehen hier. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, was ich jetzt vorhab hier. Das habe ich ja auch von Temu hier, das Ding. So. So, mal gucken. Ja. Da mache ich jetzt Wellenpapier draus. Das ist so cool. Ich mache das mal einmal so und nochmal wieder zurück. Ja, je dünner das Papier ist, umso mehr Wellen kriegt ihr rein. Das ist jetzt so ein bisschen dickeres Papier. Dünneres wäre jetzt besser gewesen. So,
Das ist jetzt so gewellt, wie ihr seht. Dünneres hätte ich jetzt noch ein bisschen besser gefunden, aber gut. Jetzt nehme ich mal das. So. Und jetzt mache ich mal diesen. Dass ich das so ein bisschen reiß. So. Oh, das finde ich eigentlich ganz schön, wenn das so gerissen ist. Was soll denn da nachher drauf? Sieht einfach ein bisschen, hat gleich was, wenn das so gerissen ist. Ich reiße das, glaube ich, hier auch noch. So, dann werde ich gleich noch was anderes machen. Und zwar habe ich dann hier einmal dieses. Und ich werde jetzt hier das auch noch mal wellen. Und so entsteht bei mir hier so eine Karte. So. Ach, das fällt ja schon auseinander. Das ist das zweite Mal damit gedreht hier. So, das machen wir jetzt auch da rein. Und das geht nämlich schon viel besser. Weil es ein bisschen dünner ist. So, jetzt habe ich hier auch noch mal so ein bisschen helleres gewelltes Papier. Und auch das reißen wir. So. Und dann mache ich das nämlich so rein. Und jetzt werde ich da noch so ein bisschen Stempelfarbe rüber machen. Da nehmen wir mal so ein schönes, kräftiges Lila hier Amethyst. So, schreibe ich mir gleich rauf. So. Sind aber sehr gut, muss ich sagen. So. Wunderbar. Kurz eingefärbt. Und beschriftet. So. Das Ganze werden wir jetzt hier raufsetzen. Aber ich mache das doch so, wie ich das so zuerst hatte. Einmal hier und einmal da.
Und ja, das mache ich jetzt auch wieder mit Flüssigkleber. So. Jetzt kommt dann hier Happy Birthday rauf und jetzt gucke ich noch mal wieder, wo habe ich jetzt, da habe ich den Kasten mit den Stickern. Gucke ich jetzt noch mal, was da an Stickern darauf passt. Am besten wäre ja irgendwie so ein lila Ton. Ich habe ja 100 Stück davon gekauft. Die habe ich übrigens, das Stickern habe ich von One Day Saving. So, mal gucken, das ist doch ein schöner lila Ton oder rosa Ton, der auf alle Fälle dazu passt. So. Ich habe mir jetzt auch noch mal solche sowas zum drauf machen, habe ich mir auch noch mal bestellt. Da werde ich dann so einige von drauf machen. Das ist auch gut. Also hier sieht man gerade, ich war jetzt gerade am Überlegen, wie ich das mache und gleichzeitig habe ich geredet. Drauf machen. Nein, ich habe mir so eine Plastikkarten bestellt für Garn, dass man da so rauf drehen kann. Und ich werde mir da vielleicht auch noch welche selber machen, weil die reichen nicht alle dafür. So, und jetzt trenne ich die Faden, weil mir ist jetzt hier 6 Stück ist mir zu viel. Kann man gut so auseinanderziehen. Hier habe ich jetzt irgendwie so einen Knoten drin reingekriegt. Ups. Ja, so, man muss das locker lassen. Nicht zu doll. Locker lassen, dann geht das besser. So. Okay. So. Und jetzt mache ich hier 2 solche Streifen drauf. So, ja, muss ich so runter. So. Na. Da war gerade so eine Kante, da wollte das nicht mit. So. Kuddi. Abgekriegt. Und mache ich den Faden also drauf. Dann soll er ja so ein bisschen rauslucken.
Sieht nämlich besser aus, wenn da noch so ein bisschen Faden drauf ist. So, und das hier will ich jetzt nämlich mit Pads drauf machen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ob ich die so raufkriege oder ich schneide sie mir nochmal. Ich habe ja hier auch schon halbe gemacht. Mal gucken, so ganze ist ein bisschen schwierig. Ich will es ja auch nicht, dass es da, dass die rausgucken. Ja, das ging. Also nicht, dass man das denn von oben sehen kann. Das geht auch. Mal gucken. Das geht auch hier. Ja, geht das auch. Und hier brauche ich dann noch mal einen halben. Das schneiden wir doch mal durch. Und dann brauche ich hier noch mal so einen halben. So. Hier. Das müsste eigentlich auch schon reichen. So. Das sind wieder diese alten. Aber ich würde die alle aufbrauchen. Das über Verlosungsvideo mache ich morgen am Sonntag. Schaffe ich heute nicht mehr. Ja, ich denke immer gar nicht daran, wie lange eigentlich so ein Video dauert. Ne? Ihr seht ja die Sequenzen, wo ich dann mal kurz wegschalte, nicht? Wo ich dann hier am Aufräumen bin und wegpacken und raussuchen. Das gehört, ne, das gehört ja auch alles dazu. So. Genau, nur ist das ja so mit Happy Birthday. Und ich finde, das sieht so cool aus. Und jetzt muss da nur noch Steinchen drauf, dann ist diese Karte auch fertig. So, da können wir natürlich solche Steinchen nehmen hier. So. Und ihr seht, das sind alles schöne Karten, die einfach gehalten sind, aber dennoch elegant sind. Und auch wenn du Anfänger bist, sowas kannst du ja ganz leicht nachmachen. So, dann mal gucken. So. Am besten immer so ein bisschen hin und her auf der Folie, damit der Klebepunkt mitkommt. So. Und somit ist die Karte fertig. Und ich finde sie richtig schick. Auch mit dem Band darunter ist richtig toll. So, jetzt werde ich noch mal eine vorbereiten. Bis gleich. So, nun machen wir die nächste Karte. Also ich habe heute richtig Lust, Karten zu machen. Ich packe die jetzt erstmal zur Seite hier. Mal gucken. So, brauchen wir jetzt den Platz. Zeige ich euch nachher alle noch mal. So. Guti. So, die nächste Karte. Ja, es ist richtig schön, dass ich jetzt dieses Kartenpapier bekommen habe. So, und auch das wird eine schnelle, elegante Karte. Und hier auch nämlich auch wieder von Alina Craft die Schmetterlinge. Also, ich kann euch nur empfehlen, ich habe ein Video gemacht mit Alina Craft. Da habe ich auch was verlinkt von. Ich kann euch nur empfehlen, da mal zu gucken. Und bei Temu sind die wirklich günstig, diese Alina Craft Sachen. Schaut da einfach mal. Ich gucke anders. Ich gucke mal, dass ich euch ein paar Sachen, die da sind, gerade in die Infobox einen Link reinsetze. Dann braucht ihr da nur rauf gehen
Und dann könnt ihr die da auch kaufen. Und wie gesagt, also ich finde die total prima. Ich habe jetzt alles mitgenommen, was sie hatte da, weil die einfach total durchdacht sind und total günstig. So, jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich irgendwie ein schönes Papier. Dann nehme ich jetzt hier mal irgendwie so ein. Mal gucken. Ja, das glaube ich sieht schon mal ganz gut aus. So, blau ist auch nicht schlecht. Qual der Wahl, ne? So. Ach, ich nehme mal, ich bin heute auf dem Blautrip. So. Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich hier einmal, also ich mache das anders so. Ich zeichne das mal kurz an hier. Und schneide das kurz ab. Was ist denn mein Papierschneider? Ne, das passt da nicht rein. Dann mache ich das jetzt per Hand. Wo habe ich denn jetzt gemalt? Da. Das mal wiederfinden hier. Ne, damit kann ich nicht malen. So. So. Machen wir es doch ganz einfach hier. So. Und jetzt. Jetzt so klein geschnitten. Ja, ich mache das doch jetzt noch mal auseinander. Und das zeige ich auch noch mal, wie ich das mache, damit die Dinge mir nicht durch um die Ohren fliegen. Und zwar nehme ich da so eine, ich nehme immer so eine Zange von meinem von meinen Schmucksachen. So, aber die lasse ich jetzt so zusammen. Und der muss nämlich auch ab. So. Und dann mache ich das so, dass ich das so abmache mit der Zange. Und dann fliegen mir nämlich die nicht durch die Gegend. Ich hatte nämlich das letzte Mal sind die mir alle durch die Gegend geflogen. Man muss sie jetzt mit dem Sauger holen, damit ja keiner das nachher im Fell hat und womöglich dann aufnimmt. So, jetzt können wir das aber so machen. Ja. Ich hoffe. Da sind wir nur ganz eben noch drauf, ne? Ich glaube, ich schneide das noch mal ein Stück. Komm her! Komm her, beide. Ja, beide hier. Alles gut. Komm mal her, Lotta. Lotta, Ilonka. So, Barney, wolltest du auch rein jetzt? Ja, aber dann kein Blödsinn machen. Dann komm. So, zack, zack, zack. So, erstmal den Zoo hier reinlassen. Ja, Herrchen ist jetzt einkaufen. Ja. So. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, genau, die mache ich so rum und die mache ich so rum. So, und dann kommt wieder die Maschine zum Einsatz. So. So, und jetzt brauche ich aber noch ein bisschen schwarzes Papier. So, das will ich mal kurz ein bisschen fixieren hier. Ja, ich weiß, dass Härchen nicht da ist. Du kannst dich auch hier vorne hinsetzen und zugucken. So, aber dann zugucken, warte mal. Komm hier, Barney. Das nehme ich mal runter. Meine Tasche hier. So, dann kannst du hier zugucken. So, und jetzt brauche ich hier noch ein bisschen Schwarz. Wo habe ich denn? Da. Ich hätte mir doch von
Genau. Ich habe mir hier doch das geholt. So. Und das muss ich 1, 2, 3, 4 mal, also 3 mal noch ausstanzen. Aber dann nehme ich dann die kleine Maschine. Also wegen einem so einen Teil mache ich da jetzt nicht. Dass ich da die mit der großen stanze. So, 1, 1 und 1. Und so. Und einmal durch die Maschine. Barney muss immer dabei. Der findet das interessant. So, und jetzt kommt wieder 1, jetzt kommt wieder 2. 2 und 2. Und Platte ist wieder gerade. Genau. So, und dann hat sie, muss sie jetzt wieder das nächste Mal bei 2. So. Erstmal kurz hier. Ich habe hier so eine Silikonauflage auf meiner Glasplatte drauf. Das ist sehr schön, weil das nicht so spiegelt, wenn ich euch das zeige. Aber es ist auch ein bisschen doof. Bin ich hier angekommen, hier oben? So, weil dann die Teile sehr schlecht abgehen. So. So, das kann ich mal benutzen hier. So. Und jetzt sind die Schmetterlinge. Das ist so, die sind so niedlich. Und das kommt dann darauf. Also, so und so, und da ist der vierte. Barney, kein Quatsch machen. So, und das kommt nämlich dann so rum darauf. Das werde ich dann nur in der Mitte festkleben. Und dann werde ich noch den Körper darauf setzen. So. Und da eignet sich wirklich richtig gut so Motivpapier. So. So, die mache ich jetzt mal fertig, die 4 Schmetterlinge, und dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt habe ich, ich muss mal gucken, irgendwie ist meine Kamera, so ist jetzt besser, seht ihr doch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich ja hier dieses von letztes Mal, und da mal gucken, dann nicht mal, doch noch mal so. Da mache ich jetzt so ein bisschen Hintergrund. Und zwar habe ich hier Blütenrosa. Das sind ja die von Stamping Up, die Stempelkissen. Ihr könnt ja auch hier die Stempelkissen nehmen, die ihr habt. So, mal gucken. Also die Schwämme finde ich hier, diese finde ich hier richtig gut. So. Hier noch mal so hin.
Ja, das lasse ich mal so. Das finde ich schon ganz gut. Und dann habe ich ja hier auch die Schmetterlinge. So, und die will ich jetzt hier nämlich auch noch drauf haben. Dafür mache ich jetzt mal meine Stempelkissen hier alle auf. So, das kommt mal hier hin. So. Ich glaube, ich brauche die obere Farbe da gar nicht. Babyblau, ich nehme dann gleich Abendblau. So. Und hier unten mache ich nochmal den anderen hin, den vierten. Habe ich da schon mal im Hintergrund gemacht. So, und dann kam Babyblau wieder weg. Dann kommt hier noch mal Abendblau. So, dann nehme ich überall auch noch mal den Schmetterling weitermachen. So, deswegen. Ruhig, wenn ihr sowas habt, schmeißt es nicht weg, ne? Das ist negativ. Das kann man wirklich sehr schön gebrauchen, um nochmal so einen Hintergrund zu machen. So, und hier mache ich das dann auch nochmal. Ja, jetzt auf meinen Finger noch. Aber da habe ich ja hier meine schönen Tücher liegen. So. Habe ich jetzt hier nämlich schon mal so einen richtig schönen Hintergrund gestaltet. Und da kommt jetzt so noch mal ganz kurz die Dinger kurz wegpacken hier, damit ich da nicht so durcheinander komme. So, Babyblau habe ich gar nicht benutzt. Und das ist dann Abendblau. Das ist Fräsian Lila und Blütenrosa. So habe ich dann praktisch hier oben drauf immer stehen, was ich da drin habe. Das geht total gut. Ich muss doch noch mal gucken, ob ich das Gitter doch einsetze. Zwar ein bisschen fester dann die, aber das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen schöner. So, nun hoffe ich mal, dass das auch schon trocken ist, weil die haben so ein bisschen Struktur hier. So, und jetzt kommen nämlich die Schmetterlinge hier so drauf. Genau, die werde ich jetzt da so drauf machen. Ja, und das finde ich eben halt das Coole an den ganzen Stanzen von Alina Craft, dass die alle total durchdacht sind. Ja, ich wäre gerne mit denen in Kooperation gegangen, aber ich habe noch nichts gehört. Aber ich glaube, ich habe auch schon alles jetzt.
Jedenfalls alles, was Temo Tratte an Alina Craft Sachen habe ich alle genommen. Weil ich die einfach, ich finde die einfach mega cool. Und Preis-Leistungs-Verhältnis mega. So. Dann haben wir die vier da so drauf. Jetzt brauchen wir noch einen Spruch. Mal gucken. So, was haben wir denn hier schön? Glückwunsch. Ja. Glückwunsch würde schon mal dahin gehen. Aber es würde auch gerade am Überlegen. Da würde natürlich auch beste Wünsche wieder gut drauf passen. Ja, ich glaube, das mache ich so, dass ich da auch nochmal die besten Wünsche drauf stempel. Die Oberfläche, da muss man das lange trocknen lassen von diesen Karten, habe ich mitbekommen. Ich mache das doch lieber so rum. So rum geht besser. So. So. Ja. So. Jetzt habe ich hier drauf gestempelt und ihr seht, das muss noch so ein bisschen trocknen. Das ist noch so ein bisschen nass. Es dauert da so ein bisschen und ich finde die auch mega cool. Und jetzt kommen da noch mal Steinchen hier oben drauf. Gerade überlegen, habe ich die oder passt die besser drauf? Nee, ich mache jetzt die so. Ach so. Immer so ein bisschen hin und her, damit man die Klebefläche wegnimmt. Und wenn du Anfänger bist, dann halt doch auch immer kurz das Video an und mach das mit deinen Standschablonen, die du hast. Das ist jetzt, müssen jetzt nicht genau diese sein. Das kannst du auch mit jedem anderen Stanzen machen, die du hast. Und dann kannst du das einfach so ein bisschen nachbasteln. Und auch die gefällt mir richtig gut. So, jetzt zeige ich euch nochmal alle. Ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, aber ich glaube, das sprengt dann so ein bisschen den Rahmen hier. So. Ich hoffe, sie nimmt jetzt auf, weil sie hat eben gepiept, die Kamera. Mal schauen. Ja, jedenfalls war das dann die letzte Karte, die ich gemacht habe mit euch. Dann diese mit Happy Birthday. Finde ich auch richtig toll. Und ihr seht, dass ich mache also alles Karten, die relativ einfach sind und leicht nachzubasteln. Kein Hexenwerk. Könnt ihr ganz leicht nachmachen. Dann diese. Die gefällt mir auch richtig gut mit den Kolibris. Und mit meinem Versuchsblatt, wo ich euch ja in dem Geburtstagsvideo einfach nur mal gezeigt habe, wie die Schwämme, wie der Schwamm funktioniert und wie auch die Stifte funktionieren, und da habe ich dann einfach noch eine Karte draus gemacht. So, ihr Lieben, das war mein Video, einfach schnelle, aber edle Karten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt Lust, das nachzumachen. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, welche Karte euer Liebling ist und ob ihr das nachmacht. Das freut mich immer, dann weiß ich immer, ja, das sind so Sachen, die euch gefallen, wenn ich sowas mache. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ganz, ganz liebe Grüße. Vor allem bleibt gesund und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!